Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Gestern ist ja der Warzone-Modus aka Battle Royale in Modern Warfare rausgekommen. Der Modus ist auf jeden Fall extrem nice. Gestern habe ich auch ein Video dazu rausgehauen, also falls ihr es noch nicht gecheckt habt, macht das noch gerne. In diesem Update war auf jeden Fall nicht nur der Battle Royale-Modus, sondern als zweites haben wir noch eine neue DLC-Waffe bekommen. Ich glaube, so gut wie keiner hat das so wirklich mitbekommen, weil jeder wirklich mit Battle Royale beschäftigt war. Und zwar die neue DLC-Waffe, die jeder freispielen kann, ist auf jeden Fall, kurzer Trommelwirbel, eine Shotgun. Und zwar haben wir die VLK Roach Shotgun. Um diese Shotgun freizuschalten, müsst ihr auf jeden Fall mit einer beliebigen Shotgun mit 5 Aufsätzen in 15 Partien 7 Abschüsse jeweils machen. Ich habe die Waffe jetzt noch nicht getestet, ich habe sie eben erst freigeschaltet. Ich würde sagen, wir testen sie. Vielleicht gibt es sogar ein bestes Klassensetup, würdet ihr vermutlich im Titel lesen. Falls ihr Bock auf das Ganze habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Modern Warfare Videos verpassen wollt zu neuen Klassen, zu Warzone, allgemein zu Modern Warfare, dann lasst auch gerne ein kostenloses Abo da. Road to 2,3k ist da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, hier haben wir die VLK. Ich glaube, keine Map eignet sich so gut für eine Shotgun wie die Map Shipment. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich diese Shotgun hier spielen lässt. Ich hoffe, sie ist nicht zu krank OP, dass nicht jeder damit rumläuft. Okay, der erste Kill. Es fällt halt hier auf der Map einfach gar nicht auf, wenn du mit Shotgun spielst, weil einfach jeder damit spielt. Okay, 2 Schüsse für den Gegner und er war nicht down. Also wenn ihr die Aufgabe... Guter Spawn, Digga. Wenn ihr die Aufgabe für diese Waffe hier machen müsst, ihr müsst ja mit 5 Aufsätzen auf einer Shotgun ganz normal 7 Kills in 15 Runden machen, würde ich euch auf jeden Fall die Shoothouse Shipment Playlist empfehlen und dort dann einfach nur ganz easy Abschuss bestätigen und Team Deathmatch suchen. Das geht dann eigentlich am schnellsten und ihr müsst einfach jede Runde zu Ende spielen, dann zählt das auch immer direkt, weil wenn ihr quittet, zählt das nicht und ihr müsst 2 Runden spielen dafür. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein bisschen mit der Waffe spielen und versuchen euch so ein halbwegs vernünftiges Klassensetup in den nächsten Stunden zusammenzustellen, dass man auch so ein bisschen spielen kann. Ich weiß nicht, ob das mit der Shotgun überhaupt möglich ist, aber wir versuchen es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es einen Aufsatz für die Waffe gibt, in der die Reichweite noch ein bisschen erhöht wird, aber wenn ja, könnte es auf jeden Fall echt eine krank überpowerte Waffe sein. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass die meisten gar nicht geblickt haben, dass es eine neue Shotgun gibt und ja, irgendwie hat jeder sich einfach nur auf den Warzone-Modus fokussiert und einfach einen vollen Fokus darauf gelegt. Ich muss echt sagen, ich bin zufrieden mit dem Season 2 Content, also wir haben jetzt 2 Waffen schon die ganze Zeit im Battle Pass gehabt und jetzt nochmal diese neue Shotgun. Ist zwar eigentlich nur eine Shotgun, aber immerhin eine neue Waffe und ich gehe stark davon aus, dass jetzt bald noch ein paar neue Maps kommen werden. Was natürlich extrem nervt an dieser Waffe ist diese Aufgabe, dass gefühlt jeder einfach jetzt mit Shotgun rumläuft, um diese Waffe freizuspielen. Auf Shipment hat ja vorher eh gefühlt jeder mit Shotgun gespielt, aber jetzt ist es glaube ich nochmal gefühlt schlimmer geworden. So, wir haben jetzt einen Lauf auf die Waffe gemacht und zwar den VLK-Katzer-Lauf, der nochmal für die effektive Reichweite gut ist. Bin gespannt, ob jetzt die Waffe ein bisschen stärker dadurch wird. Okay, ist hier oben. Komme ich da hoch? Ja, ich muss auf jeden Fall die Gegner irgendwie in den Nahkampf zwingen, weil auf Distanz habe ich mit der Waffe gar keine Chance. Let's go, das ist der zweite. Da ist er. Da ist noch einer, Digga. Was? Ah, es war das Geschütz, was? Alles klar, Digga. Okay, ich habe jetzt noch ein Visier auf die Waffe gemacht. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll war. Komm, Triple. Boah, er liegt hier einfach. Was? Als ob. Spawnt hier. Er liegt einfach da im Boden, Digga. Oha. Komm. Let's go, da ist noch einer bestimmt. Nice. Hitmarker. Jetzt haben wir ihn. Oh lol. Was? Hä? Ich blick da gar nicht mehr durch. Komm schon, Havana 84, du machst das jetzt. Ihn hat's komplett zerfetzt. Man muss auf jeden Fall klar sagen, die Waffe ist jetzt nicht übertrieben overpowered, was natürlich auch gut ist, da es eine Shotgun ist, aber immerhin ist es eine Waffe, wie ich eben schon gesagt habe. Ich glaube, in Season 1 war es ja ähnlich, dass wir so eine Waffe hatten, die komplett eigentlich useless war, also nach den 2 Waffen aus dem Battle Pass. In dem Fall war es ja damals die Armbrust, die auch wirklich mit die schlechteste Waffe in dem Game ist, wenn nicht sogar absolut mit Abstand die schlechteste Waffe. Nice. Wo ist er? Nein, 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 er ist hier. Let's go. Es geht einfach nichts über Snipen in Modern Warfare. Es macht so krank viel Spaß.
ich habe jetzt einfach mal ein paar Shipments unten gezockt, um die Waffe noch ein bisschen hochzuleveln. Wir haben jetzt einen neuen Lauf freigeschalten und eine neue Mündung. Ich bin echt gespannt, ob die Reichweite jetzt ein bisschen besser ist. Ich habe jetzt wieder die Zivisier draufgeklatscht, um einfach mal zu gucken, ob man da irgendwie was halbwegs Vernünftiges draus machen kann. Okay, Hitmarker. Ich kann echt nicht nachvollziehen, wie man freiwillig mit einer normalen Shotgun auf großen Maps spielen kann. Denn in kleinen Maps ist natürlich klar, man kann die Gegner echt easy wegholen. Aber auf großen Maps ist es halt eigentlich so, dass du dich irgendwo hinsetzen musst, damit du Gegner bekommen kannst. Auf die Distanz haben die Gegner halt eigentlich eh immer Vorteil. Alles klar. Was? Okay, der Aufsatz macht schon extrem Unterschied. Oha, er rennt die ganze Zeit weg. Ich bekomme ihn einfach nicht. Er ist die ganze Zeit am Rennen. Was? Warte mal. Als ob. Digga, das ist ja anders krank. Okay, wir gucken jetzt, ob das jetzt ein Glücksfall war oder ob das wirklich so krank ist, die Reichweite. Komm. Einfach ein Vitol, was? Yo. Es ist halt einfach eine Sniper-Shotgun, was? Natürlich kann man das nicht mit einer normalen Sniper oder MK2 vergleichen, aber schon für eine Shotgun ist die Reichweite schon extrem krank. Was? Digga, ist das die neue... Was ist das? Ich komme mir gar nicht mehr klar. Es ist ja sowas von hart lächerlich. Am Anfang, als ich die Waffe gespielt habe, dachte ich so, ja, ist halt einfach so eine Shotgun, die so durchschnittlich ist. Aber so, wenn man sie quasi nicht als Shotgun spielt, sondern irgendwie so ein bisschen als Sniper, ist die Waffe ja wirklich absolut OP. So, Team Deathwish auf Vakant, wir joinen wieder nach. Ich bin gespannt, ob das jetzt nur auf Shooter so war, dass die Waffe so kranke Range hat, oder ist es hier auf der Map auch so? Das erste. Was? Was? Einer noch. Let's go, was ist hier los? Komm. Nein. Hitmarker. Yo, 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 yo. Yo. Da ist der Vitol. Zeige ich auf jeden Fall jetzt gleich mein Klassensetup mit der Waffe, mit der, wie ihr sehen könnt, die Reichweite extrem erhöht ist. So, ich zeige euch jetzt erstmal das Klassensetup mit der VLK, das ich jetzt so erspielt habe, was ich persönlich am besten finde. Mit diesen Aufsätzen ist die Waffe eigentlich gar keine Shotgun mehr, sondern lässt sich irgendwie ein bisschen mehr wie eine DMR spielen. Auf jeden Fall bei der Mündung nehmt ihr die Fort-Stack-Mündung, das ist die vorletzte, die man freischalten kann für die effektive Reichweite. Das ist auf jeden Fall mit Abstand der wichtigste Aufsatz, um die Waffe so ein bisschen auf die Distanz gut zu machen. Dann beim Lauf nehmt ihr den VLK-Cäsarlauf, das ist der erste, den man freischalten kann. Dann beim Visier habe ich das Zielhilfen-Reflex-Visier, was ich eigentlich relativ nice finde. Also ich habe jetzt ein bisschen durchgetestet und da bin ich eigentlich am besten klargekommen. Wie gesagt, ihr könnt auch jedes Visier nehmen, was ihr wollt. Beim Schaft habe ich aktuell noch nichts. Ich bin eventuell am Überlegen. Das werde ich auf jeden Fall im Verlauf des Videos noch testen, das Ganze ohne Schaft zu spielen und eventuell den Griff wegzupacken. Bei der Munition nehmt ihr die Flintenpatronen. Das ist das zweite, was man freischalten kann. Da ist die Reichweite auch nochmal verstärkt. Und beim Griff das gemusterte Griffband. Wie gesagt, ich wechsle das vielleicht ein bisschen aus ohne Schaft und mal gucken, was jetzt noch so geht. Das ist auf jeden Fall meine Klasse. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen weiter gucken, ob wir noch ein paar bessere Aufsätze finden. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der Runde. Let's go. Digga, es ist so krank. Wieso treffe ich hier nicht? Da ist er. Besser ist es. Komm schon. Digga, was zur Hölle. Er liegt ja einfach. Ich habe ihn fast gar nicht gesehen. Oha, Triple. Ich muss sagen, so macht die Waffe viel, viel mehr Spaß als in dieser Shotgun-Variante, in der man nur quasi auf kurze Distanz die Gegner wegsprayen muss. Okay, da reicht's nicht mehr. Eigentlich ist es aber auch gut so, dass die Waffe nicht komplett über die ganze Map geht, sonst hätten wir so gefühlt eine 7-2-5, so wie sie am Anfang von Modern Warfare war, reloaded. Und das wäre auf keinen Fall gut. Oh Mann. Okay. Digga, ich komm echt nicht drauf klar. Kommt er denn her? Let's go. So, wir joinen mal wieder nach, diesmal auf Atlas Superstore, die übrigens auch ein Teil von der Bodenkrieg-Map ist. Dort ist die Map auf jeden Fall ein bisschen verändert und allgemein muss ich zu dieser Warzone-Map sagen, sie ist echt nice. Also wirklich ohne mal riesig. Man hat so viele Spots, wo man landen kann, so viele nice Spots. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die ganzen 150 Leute irgendwo landen. Man hat irgendwie entspannt Zeit, ein bisschen zu looten, wenn man jetzt nicht unbedingt an den Spots guide, an den jeder landet. Und auch allgemein der Modus bringt wirklich ohne mal viel Spaß, ohne mal viel Abwechslung in das Game. Ich habe echt in Modern Warfare selten so viel Spaß gehabt. Ich glaube, das letzte Mal so viel Spaß hatte ich in dem Turniermodus und der ist auch leider nicht mehr verfügbar und deswegen das Ganze ist auf jeden Fall wirklich eine gute Abwechslung im Vergleich zum normalen Multiplayer-Geschwitze und bis jetzt ist der Modus auch wirklich gut gelungen. Das Einzige, was jetzt nicht so nice ist, ist, dass man Killstreaks irgendwie kaufen kann, wie zum Beispiel den Clusterschlag. Ich hoffe mir einfach, dass sie das irgendwie vielleicht noch ein bisschen patchen, dass es nicht so OP ist oder halt einfach komplett rausnehmen, weil dann wäre der Modus, so wie er jetzt aktuell sich spielen lässt, auf den ersten Blick perfekt. Und ja, schreibt mir auch gerne mal eure Meinung zu dem Modus in die Kommentare. Also ich habe am Anfang so ein bisschen befürchtet, so, yo, das wird übelst den Hate abkassieren. Das meiste, was ich so mitbekommen habe, ist wirklich durchaus positiv. Ich bin auch aktuell echt extrem begeistert von dem Modus. Es macht wirklich Spaß, ihn zu zocken. So, ich würde sagen, erstmal letzte...
Dieses Spiel, ich liebe es einfach. So, das wäre es jetzt auf jeden Fall von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr auch gerne kostenlos abonnieren, um keine Modern Warfare allgemein, Warzone, Call of Duty, Klassen-Setup-Videos zu verpassen. Die VLK Rouge ist auf jeden Fall eine Klasse, die, wenn man sie so spielt, ganz in Ordnung ist. Wenn man sie normal als Shotgun ohne Aufsätze spielt, ist sie eher so eine schlechtere Shotgun. Aber wenn man sie so spielt, kann man auf jeden Fall ein bisschen Spaß mit der Waffe haben. Deswegen testet das Ganze gerne. Und Leute, das wäre es mir. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.